André, ich glaube, ihr habt euch unglaublich auf das Spiel gestern gefreut. Am Ende wurde es auch so ein kleines Fußballfest. Ja, definitiv. Ausverkauftes Haus. Wir wussten, dass alle Fans wieder hinter uns stehen, dass es eine mega Atmosphäre wird. Und das ist halt eben, dafür spielt man, glaube ich, dann schon auch Fußball. Ne? Das hat schon echt viel Spaß gemacht. Du hast erst am Tag vorher erfahren, dass du in der Startaufstellung stehst. Wie bist du das Spiel angegangen? Ja, es ist natürlich schon was anderes, wenn man weiß, dass man spielt. Man versucht so einmal die Spannung hochzuhalten und man fährt auch mit einer Spannung zum Spiel. Aber wenn man natürlich weiß, okay, man spielt, dann ist das schon nochmal eine andere Situation. Aber ich habe mich einfach darauf gefreut, wenn man so lange nicht gespielt hat oder auch nur sporadisch wie zweimal gegen Braunschweig, dann freut man sich einfach nur drauf, dass man wieder spielen darf. St. Pauli hat zwar auch gut begonnen, aber ihr habt so in den entscheidenden Momenten einfach in der ersten Halbzeit die Tore erzielt. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es war eigentlich eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit. Wir hatten Chancen, Pauli, aber wir waren einfach effizient, was uns ja das ganze Jahr schon so ein Stück weit auch auszeichnet, dass wir, wenn wir die Chancen haben, die dann auch machen. Und ich glaube halt eben, das war der entscheidende Punkt gestern einfach. Dann noch kurz vor Schluss die Einwechslung von Olli Hein und am Anfang vor dem Spiel diese Choreografie. Wie hast du das erlebt als Mitspieler? Ja, ich glaube einfach, dass der Olli sich das einfach auch brutal verdient hat. Also wenn man sieht, wie er auch jeden Tag im Kraftraum ackert, nur um da wieder spielen zu können und so. Und ich glaube jetzt schon, dass das auch an uns Spielern nicht so spurlos vorbeigegangen ist. Also ich muss auch sagen, als er da reingekommen ist, hatte ich schon Gänsehaut, weil war halt eben auch sehr emotional, auch für ihn. Und ich glaube, jeder im Verein und auch ganz Regensburg hat ihm das einfach so gegönnt und auch gewünscht, dass er wieder da ist. So, nächste Woche geht's weiter und da wartet dann wie immer wieder ein harter Brocken in Duisburg. Wie geht dir das Spiel an? Wir gehen es einfach an, denke ich mal, wie jedes Spiel. Trainer wird uns gut drauf einstellen und dann werden wir wieder Vollgas geben, wie wir es immer gemacht haben, alle 100-110%. Und dann schauen wir einfach, was bei rumkommt, aber wir haben ja nichts zu verlieren und geben Vollgas.